Ein Einkaufskorb mit Rollen, so fing alles mal an, kurz nach dem Krieg. Es war die Geburtsstunde einer ungewöhnlichen Erfolgsgeschichte. Rudolf Wanzel schuf mit seinen Ideen die Basis aller gängigen Einkaufswagen. Heute ist die Wanzel GmbH hier in Leipheim der größte Einkaufswagenhersteller der Welt. 2,5 Millionen laufen hier jedes Jahr vom Band. Und jetzt werden sie auch noch intelligent. Gottfried Wanzel, Sie haben über 100.000 Produkte in Ihrem Portfolio. Wie behält man da den Überblick? Ja, wir stellen also nicht alle 100.000 selbst her. Wir haben da auch viel Handelsware dabei. Wir haben uns vom Einkaufswagenhersteller und Handkorbhersteller ja zu einem Eröffnungsdienstleister für den Einzelhandel entwickelt. Das heißt, wir machen Konzepte und liefern die dann auch teilweise schlüsselfertig. Wir sprechen über ein Familienunternehmen inzwischen in dritter Generation. Was spornt Sie an? Die Firma ist ja gegründet worden von meinem Großvater und meinem Vater zusammen nach der Vertreibung. Und es drehte sich eigentlich immer alles mehr eigentlich ums Überleben, um die Firma als eigentlich um die Familie. Und so bin ich eigentlich schon sehr früh in den Betriebsalltag hineingekommen. Der Versand war mein Spielplatz. Dann später als Student habe ich Ferienarbeit gemacht, wohl sicher auch in der Produktion, beim Schweißen und bei der Endmontage. Dann habe ich bei Messen begleitet, habe die Niederlassung damals auch in England gegründet. Und so habe ich dann halt nach dem Studium auch als Exportleiter angefangen und als Namensträger hier am Ort, in dem ländlichen Leipheim, da bleibt man der Firma einfach verbunden. Die Zeiten sind so, dass sie wieder Innovationen verlangen. Das Einkaufen verändert sich, das wird ja auch zunehmend digital und online, das erleben wir alle gerade. Bricht da Ihre Basis gerade weg, der klassische Einkauf? Ja, der Wandel im Handel ist ein geflügeltes Wort, aber die Konsumgewohnheiten, die ändern sich Gott sei Dank doch nur so langsam, dass wir da den Weg mitgehen können. Das mit dem Onlinehandel, das geht ja schon auf ca. 20 Jahre zurück, den Beginn dazu. Und bereits vor 15 Jahren haben wir dann die Geschäftsbereiche gegründet, Airport, Hotel und den Retail-Bereich aufgespalten in Industrie und Logistik, also rund um das Transportieren und Kommissionieren und dann die Verkaufsgeräte und die Selbstbedienungsgeräte auf der anderen Seite. Klaus Meyer-Kortwig, wie sieht denn Ihre Vision des Einkaufens aus? Einkaufserlebnis ist eigentlich die Antwort auf den Online-Trend. Wie kriege ich die Kunden möglichst lange, mit langen Aufenthaltsdauern in die Märkte? Und das ist einmal Einkaufserlebnis, Frische und die Verbindung von Gastronomie und Supermarkt. Die nächste Ausbaustufe ist kassenlos, barrierefrei. Und da haben wir unser Wirt-Konzept, Wirt 24/7. Wenn Sie da den Kassierprozess rausnehmen, haben wir das so gelöst. Der Kunde hat seine Artikel in den Korb gepackt. Er kommt in einen abgetrennten Bereich mit einer Schleuse und hat dort, angelehnt an die Sicherheitskontrolle am Flughafen, einen Tunnelscanner, wo ich in bestimmten Abstand die Artikel drauflegen muss. Und dann habe ich eine sehr große Trefferquote von größer 99% und kann da den Kassierprozess automatisieren und dann gehen sie aus dem Markt heraus. Es wird Zeiten geben, auf dem Land zum Beispiel zwischen 10 und 14 Uhr, wo jemand da ist und die restlichen 18 bis 20 Stunden ist dort keiner und dann wird das ausprobiert, wie das mit Thema Diebstahl, Vandalismus etc. ist, aber da ist eben auch voller Technologie. Und man wird auch nicht drum rumkommen, dass der Kunde bekannt sein muss. Und dann hat das große Chancen, dass das funktioniert. Da sind einzelne Lebensmittel-Einzelhandelsketten dabei, das auszuprobieren. Ist das denn dann die schöne neue Shopping-Welt? Es wird nicht die eine Lösung geben, sondern es wird eben dann auch Dark Stores geben, Lager, aus denen Home Delivery betrieben wird von Produkten, wo keiner Lust hat, die einzukaufen. Gottfried Wanzel, wir sind hier mitten in Ihrer Galvanik hier am Standort Leipheim. Man hat nicht den Eindruck, Sie haben hier gespart, oder? Gespart haben wir da nicht, aber Sie müssen wissen, dass die Galvanik vor 7 Jahren komplett abgebrannt ist und von Grund auf neu aufgebaut worden ist nach den neuesten Standards.
Und sicher haben wir eine gepflegte Anlage, heute auch mit guter Luft. Man merkt eigentlich nicht, dass das ein Chemiebetrieb ist, sondern man spürt das eigentlich gar nicht. Gelten denn diese Standards, die Sie hier pflegen, weltweit für Sie? Für uns intern ja. Wir sagen made bei Wanzl und nicht made in Germany, weil wir von, egal ob aus China, aus Deutschland oder Amerika, immer mit der gleichen Qualität liefern. Markus Pitzmeier, Wanzl Connect, was können Sie? Wir sehen hier die Anzahl der Einkaufswagen in der Parkbox und die verwendeten Einkaufswagen, also die Position im Markt, wo sich die Einkaufswagen befinden. Ich kann aber auch einen Blick in den Supermarkt werfen. Man kann auch einen Blick in den Supermarkt werfen. Ja, wir sehen, wie viele Personen befinden sich im Kassenbereich, wie lang sind die Wartezeiten. Gefühlt heißt alles über 2 Minuten ist gefühlt lange. Ja, und die Zeit versucht man zu unterbieten. Im Optimalfall soll das System so viel Daten generieren, damit wir vorzeitig Kassen besetzen können, damit es gar nicht zur Warteschlange kommt. Aber es hat auch ein bisschen was von Überwachung, wenn ich das alles sehe. Was Sie hier an der Kamera sehen, also die Punkte, ja, mehr Daten werden nicht generiert. Der Person wird eine ID zugeordnet und wir haben keinen Bezug auf personenbezogene Daten. Das Schlimmste wäre für uns natürlich, wenn sich der Endkunde oder der Kunde mit den ganzen Daten beschäftigen muss. Das dient rein zur Darstellung, das System arbeitet im Hintergrund, gibt die Handlungsempfehlung. Was zeichnet in Ihren Augen Innovation aus? Diese Erlebniswelten des Einzelhandels so zu entwerfen, dass die auch sozusagen in der Zukunft noch aktuell sind. Das heißt, wir müssen den Zeitgeist der Zukunft vorwegnehmen in den Konzepten und heute das schon umsetzen, das auch morgen noch Bestand hat.